Um so ein leckeres Langosch zu essen, musst du doch nicht auf die Kirmes gehen und auf die Kirchweih warten. Nee, das machen wir uns schön zu Hause alleine. Und meine Lieblingsversion ist der Klassiker. Und dazu nehme ich mir mal ein bisschen Mehl. Da mache ich mir jetzt eine Kuhle rein. Ja, und ach so, heute wird ja unser Grillthermometer verlost. Also ihr dürft gespannt sein. Und die genauen Mengenangaben, die stehen wie immer unten in der Infobox. Dann erwärmen wir uns die Milch hoch. Und darin lösen wir uns die Hefe auf. Und bleibt ruhig gern mit der Hand im Topf, weil dann kann euch nichts passieren, weil es sollte nämlich bloß handwarm sein. Jetzt ein bisschen Zucker ins Mehl. Und dann gießen wir unser Milch- und Hefegemisch dazu. Und rühren es ein bisschen um mit Mehl und machen so einen Vorteig. Mit einer Frischhaltefolie abgedeckt, muss der Teig jetzt circa 30 Minuten an einem warmen Ort gehen. Ei, und jetzt gucke mal da rein, wie schön unser Teig wieder aufgegangen ist. Der ist richtig schön aufgeploppt. Und da geben wir jetzt dann unser Salz noch dazu. Und dann das Wasser, bis so richtig schöner, homogener Teig entsteht. So, ihr seht, der Teig ist jetzt so richtig schön homogen, sagt man. Ne? Der nimmt das ganze Mehl mit vom Rand weg und dann bastet auch. Und den decken wir uns jetzt auch nochmal mit einer Folie ab und lassen ihn an einem warmen Ort circa eine Stunde gehen. Während unser Teig geht, machen wir uns mal an unseren Knoblauch, weil das wird ja auch das Topping. Und da müssen wir die Knoblauchzehen ein bisschen klein hacken. Und den geben wir jetzt einfach in ein bisschen Wasser und lassen den richtig schön ziehen. Und wenn ihr Zeit habt, könnt ihr das auch gern schon einen Abend vorher vorbereiten oder ein paar Stunden vorher. Denn je länger der Knoblauch in dem Wasser ist, desto knoblauchiger schmeckt es dann natürlich. Oh, und jetzt braucht man natürlich auch noch ein bisschen was Scharfes, und zwar eine Chili-Paste ist das. Ihr kennt es ja wahrscheinlich, das rote Paprikazeug, was man immer oben drauf schmiert mit dem Pinsel. Und dann nehme ich einfach 2 Teelöffelchen Sambal Oleg. Das kennt ihr, diese Chili-Paste. Und da schüttet man jetzt auch so ein bisschen Wasser drauf. Und das kann man dann später auch dann oben nehmen für ein Topping zum Einschmieren. Guck mal, jetzt hat sich der Teig wieder verdreifacht praktisch und der ist jetzt so weit, dass man es ausbacken könne. Und hier habe ich schon mein Öl rein, das sind 2 Liter Rapsöl, nehme ich immer am liebsten. Und dann brauchen wir natürlich unser Thermometer, weil da hängt nämlich auch der Fühler drin. Wir haben noch nicht ganz 170 Grad, die brauchen wir. Ihr seid jetzt bestimmt auch gespannt, wer das dann nachher gewinnt, oder? Wenn wir 170 Grad haben, können wir nämlich loslegen, dann werden die so richtig schön. Jetzt brauche ich ein bisschen Mehl für meine Hände, dass der dann nicht so dran bockt, der Teig. Und dann nehme ich mir so Kügelchen und dann ziehen wir uns so richtig schönes Langosch. Und dazu nehmt ihr den Teig einfach so in die Hand und macht so einen Teller immer im Kreis rum und guckt, dass er ein bisschen den Rand ein bisschen dicker lasst. Und in der Mitte drückt das so richtig schön platt und macht ruhig große. Wir sind ja jetzt nicht die Langosch-Profis, aber wir gucken halt schon, dass wir es ein bisschen rund hinkriegen. Ne? Und hier seht ihr auch schon da, so kann man fast schon ein bisschen durchgucken. Wir müssen nämlich dann auch, damit sich das Ding dann nicht zusammenzieht dann im Fett, auch noch ein paar Löcher reindrücke. Jetzt gucke ich mal, 155 Grad hat mein Fett. Das geht jetzt dann gleich los. Denn hier so mit dem Fingernagel einfach so 1, 2, 3 mal rein. Oder ihr nehmt eine Schere und dann wird das so richtig schön zu Langosch. Man sieht ja, dass da sich oben so eine Wölbung bildet und die ist nachher auf der Unterseite, sprich wir kriegen eine Kuhle und da kommt dann unsere leckere Füllung, unser Topping rein. Oh mein Gott, wären die lecker und es riecht so gut wie auf der Kirmes, Leute, herrlich! Ihr könnt es auch gern je nach Geschmack ein bisschen länger drin lassen. Ich mag es jetzt nicht so braun. Und dann legen wir es hier auf so ein paar Küchenpapiere zum Abtropfen. Und dann können wir es schon bestücken. Und zwar tun wir als erstes unser lecker Knoblauchwasser ein bisschen drauf. Da könnt ihr natürlich auch je nach Geschmack viel oder wenig. Du das richtig so ein bisschen schön einpinseln. Dann die Chili-Paste. Das müssen wir jetzt noch ein bisschen umrühren mit dem Wasser. Dann schön salzen, auch nach Geschmack. Dann ordentlich ein bisschen Reibekäse drauf. Ach, sieht das nicht toll aus? Und dann habe ich hier so tolle Fläschchen. Oh Gott. Die eignen sich auch super zum Torten machen und zum Teig einfüllen. Das schreibe ich euch mal unten in die Beschreibung, verlinke ich euch mal. Da habe ich jetzt halb Schmand und saure Sahne drin. Und das ist natürlich jetzt echt auch noch das Allerbeste, was oben drauf muss. Und dann ist unser erstes Langosch schon fertig. Herrlich, sage ich euch. Jungs, das muss man warm essen. Wer will das erste? Ich mache dann mal hier weiter, ne?
Und jetzt schau doch mal, wie oberlecker unsere Langosch geworden sind. Es ist echt der Hammer. Und das riecht so gut. Ey, die können mit jeder Kerwa mithalten. Echt der Hammer. Und jetzt schreibt ihr mir doch mal in die Kommentare, wie ihr eure Langosch am allerliebsten mögt. Und ihr wartet noch auf was, ne? Stimmt, wir müssen noch das Grilltachometer verlosen. Also auf geht's. Pick a winner. Tada! Und gewonnen hat die Heidi B. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich für dich. Du bekommst jetzt das Grillthermometer. Kontaktiere mich doch unter gewinnspiel@feinfeinschmeckt's per E-Mail. Und dann schicken wir das Ding auf die Reise zu dir. Viel Spaß damit. Ciao. Und ab jetzt gibt's auch bei dir Langosch daheim. Und wir sehen uns gleich in diesen leckeren Videos wieder. Also bis dann. Ciao, ciao. Macht's gut.